Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Exchange mit mir, dem Gurubai. Wir haben es scheinbar nach Kanto geschafft. Wir sind jetzt hier in... Wie heißt die Stadt noch? Sind die eigentlich die ganze Zeit aktiviert? Ja. Wie heißt die Stadt noch? Hier. Dingenskirchen. Orania City, genau. In Orania City und wir haben scheinbar noch nicht den Orden, so wie ich das sehen konnte. Nee, Rocco. Nee. Ja. Orden haben wir noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurzerhand. Möchtest du das Schneider einsetzen? Ja. Ach, wir haben Botster dabei. Mensch. Botster macht jetzt hier Action. Hier kann man Surfer einsetzen. Wir gehen also jetzt zu Major Bob, genau. Ein Blitz am Himmel des Militärs. Das haben wir in der roten Randomized Edition schon gespielt. Kanto, kennen wir uns ja aus. Oh, wir haben Seifo. Wurde zu Machomai. Das ist doch cool. Seifo. GZ dazu. Noctu haben wir ja noch. Wir müssen Noctu mal rausnehmen, weil... Noctu brauchen wir nicht. Wir brauchen nämlich Nidoking hier. Mit seinem Schaufler. Gegen die Schergen von Mage Bob. Dragonir sieht voll doof aus, wenn er hinterherläuft. Wenn wir Dragoran haben wahrscheinlich, dann haben wir wahrscheinlich was, was fliegen kann wieder. Hallo, können Sie mal bitte an den PC gehen? Pokémon bewegen? Nee, das ist alles falsch. Hier kommen wir der Sache schon näher. Ins Team für den. Den komischen Boy. So, wir wollen natürlich mit Dragonir versuchen, erstmal zu kämpfen. Ich weiß noch nicht, ob Steffi in der Arena schon war. Kann natürlich sein. Hier steht auch Orania City, ne? Ich finde es schön in Orania City. Allgemein, die Städte in Kanto sind meistens so die schönsten, finde ich. Weiß ich ja nicht, ob ihr das auch findet. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oh, ist das ein Doppelkampf? Das wäre natürlich... Hashtag Pornös wäre das, ja. Oh ja, ist ein Doppelkampf, alles klar. Das war nice. Erstmal einen schicken Doppelkampf hier. Gegen Blitzer und Elektroball. Und wir haben Dragoran und Sean. Naja, von mir aus. Ein Drachenpuls. Machen das Elektroball mal fertig. Ampelleuchte. Oh, das war mein Windows. Und eine rechte Hand ist nicht so cool. Ist das die Flinkklaue? Oh, Ampelleuchte, Leute. Wird wahrscheinlich nicht so effektiv sein. Aber wobei es ging. Sternschauer. Trifft die zwei natürlich. Und durch rechte Hand sind die natürlich stärker geworden. Ah, Drachenpuls macht hier natürlich auch noch ein bisschen Schaden an Elektroball. Blitzer sieht so ein bisschen bekifft aus, kann das? So, nächstes Pokémon von Jongleur ist wieder ein Elektroball. Das machen wir einfach mit derselben Combo fertig. Armes Elektroball. Macht wieder Sternenschauer. Bin ich mal gespannt, was das Blitzer gleich macht. Nadelrakete. Auf Sean. Sei nicht brav, sei Sean, das Schaf. Zweimal getroffen, Drachenpuls, haut rein. Ampelleuchte. Und das war die Geschichte mit dem Elektroball. Ira und Sean erhalten ein paar. Und dann noch ein Elektroball, der Jongleur. Das wird einfach nochmal dieselbe Welle, dieselbe Stelle. Rechte Hand. Weiter geht, die wilde Yacht. Das ist auch das von Kanto, die Kampfmusik, oder?
Schafft Dragonir das? Ja, das schafft er. Hat er noch einen Elektroball, oder? Nee, alles klar. Jetzt geht's also gegen das Blitzer. Rechte Hand. Ah, ist leider keiner mehr da. Haben wir alle schon besiegt, die Elektrobälle. Tut mir leid für dich, Blitzer. Okay. Mach mal einen Drachenstoß und dich tauschen wir mal aus gegen Nidoking. Na, wobei, wir holen mal Machomai rein. Den will ich mir gerne mal angucken. Schockwelle geht wahrscheinlich auf Drago. Nee. Drachenstoß sollte ihn auf jeden Fall umlegen. Armes Blitzer. Voltoball hat er noch. Auf Level 43. Der hat auf B gedrückt wieder. Okay. Vergeltung. Das macht aber jetzt auf Dragonir. Immer noch nicht. Aber Schockwelle ist ja die Attacke, die wir von Major Bob kriegen hier. Soweit ich mich entsinnen kann. Ach, guck mal. Drachenstoß war ein One-Hit für das Voltoball. Kein Ziel da, schade. Magnetilo. Machen wir nochmal. Wenn Drachenstoß hier ein One-Hit ist, dann sieht alles danach aus. Ah, schade, doch nicht. Magnetilo macht Schockwelle. Der muss echt nur das Dragonir angreifen, aber er macht die ganze Zeit Machomai. Der doofe Typ. Und weg vom Fenster. Magnetilo. Gitarrist Joe und Jongleur Ignaz. Oh, wie schockierend. Ah, du bist echt stark. 2000 haben wir gewonnen bei den beiden. Dragonir lassen wir mal nicht drin. Wir holen Norbert rein. Um hier den letzten Trainer nochmal zu machen, bevor wir uns dann an die Dinger machen, nachdem wir geheilt haben. Um dann Major Bob vielleicht zu besiegen. Das wäre ja schon ein dickes Ding, ne? Der Mental Gen. Setzt Pikachu ein. Was da doch? Schaufler. Lichtschild. Aber es ist, glaube ich, gar nicht Spezialangriff, ne? Schaufler. Es ist auf jeden Fall sehr effektiv, aber wir wurden paralysiert. Alles klar. Das sieht man natürlich nicht gerne, aber... Vati setzt ein. Ja, paralysiert. Come on. Ach, Manno. Norbert, was soll das denn? Komm schon, Norbert. Du kannst es doch. Ich weiß, dass du es willst und dass du es kannst. Lass mich doch nicht so im Stich. Wir wollen doch hier auch noch Major Bob fertig machen. Ampelleuchte hilft dir nicht. Schaufler. Mach das Warte richtig fertig. Was hast du jetzt, Warte? Hä? Wie schmeckt dir das? Hat er noch einen Ampharos dann? Oder Magnetilo? Ein Fritzelblitz. Ein Fritzelblitz. Das finde ich ja übelst cool, dass die dann plötzlich auch so dritte Gen mit drin haben. Aber es ist natürlich auch vierte Gen, ne? Brille, bin ich mal gespannt. Wenn es nicht Laplace ist, dann haben wir immer noch Chance. Alles klar, machen wir mal. Ja, dann machen wir doch mal einen Kreuzhieb. Mit den vier Armen, die wir haben. War ja deine Entscheidung, Fritzelblitz, dass du ihn rauskickst. Unseren Norbert. Gentleman Alfred. Ich habe versagt, Major Bob, es tut mir leid. Alles klar, wenn es dir so leid tut, hauen wir jetzt nochmal kurz ab und heilen uns.
und sind dann auf dem Weg zu Major Bob. Und dem ziehen wir dann erstmal die Hammelbeine lang. Und dann gucken wir mal. Irgendwie das Gefühl, wir rennen hier richtig langsam. Schwester Joy, heilen Sie mich bitte. Der eine Schiffer hier, der sieht so aus, als würde er mit einem reden wollen, kann das? Sollen wir gleich mal anquatschen? So dumm von der Seite anquatschen, was sagt er? Halte ich für eine sehr gute Idee, oder? Was sagst du denn? Auf dem Schnellboot gegen andere Trainer zu kämpfen ist ein Hochgenuss. Ein Hochgenuss. So, dann laufen wir mal zu Major Bob. Dann ziehen wir ihm mal kurz die Hammelbeinchen lang. Und dann geht's ab. Wie nach Bas Lompi. Clarin? Nein. Raschel nichts. Raschel nichts. Knack. Das erste Schloss ist weg. Dann ist das hier das zweite. Ah. Raschel nichts. Raschel nichts. Raschel nichts. Katschak. Das erste ist gelöst, dann ist das zweite hier. Ach Mann! Raschel nichts. Das ist das bescheuertste Rätsel überhaupt. Raschel nichts drin außer Müll. Katschak. Das erste Schloss ist immer der da drunter. Voller Müll. Das ist echt ein Problem. Wir probieren jetzt einfach mal den, wo wir hier direkt stehen. Das war's, zweite Schalter ist auch gelöst. Alles klar. Major. Hey, Rekrut. Du forderst mich zu einem Kampf heraus, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Meine Elektro-Pokémon sind unschlagbar. Die Besten der Besten. Sie haben das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Nun werden ihre Elektro-Attacken auch dich grillen. Genau wie sie es mit dem Soldaten des Feindes getan. Major Bob. Alles klar, Major Bob, was sagst du dazu? Raichu! Level 51. Gegen Nidoking. Doppelteam. Nidoking wird hier regeln müssen. Gegen Major Bob, glaube ich. Da wäre Vulpix jetzt auch cool gewesen. Doppelteam erhöht die Initiative, ne? Oder im Fluchtwert? Fluchtwert. Ging daneben, alles klar. Das ist nämlich so ein Problem, da macht die ganze Zeit Doppelteam und es geht dann nachher alles daneben. Außer wir landen einen Lucky Punch. Buddeln wir uns ein. Erdbeben wäre auch super gewesen. Der Doppelteam. Aber Schaufelersitz wird jetzt eingesetzt. Lass es ein One-Hit sein. Das tut doch weh. Machen Gifty. Top-Genesung. Setzt Major Bob halt hammerhart in Top-Genesung ein. Ich glaube, wir könnten paralysiert werden nach dem Dings. Ne, er kann auf jeden Fall vergiftet werden. Wir machen es nochmal. Zu Piep ist okay. Könnte schlimmer sein. Wir machen wieder ein Gifty. Ich dachte, Schaufler wäre das Nonplusultra, aber Gifty hat uns bessere Sachen beschert. Elektroball, nee, das ist okay. Hier probieren wir nochmal Schaufler. Er mit seinem blöden, behinderten Kackscheiß-Doppelteam. Kreideschrei. Schaufler kommt an, alles klar.
ich wollte gerade sagen, das wäre derbe Verarsche gewesen. Electro Ball wurde besiegt. Wir sind paralysiert, das aber könnte schlimmer sein. Wie hoch ist jetzt unsere Initiative? 108, okay. Magneton. Wir belassen es mal dabei. In der Hoffnung, dass das... passt. Major Bob hat einmal Ruckzuck eingesetzt und sonst immer nur Doppelteam. Also von einem echten Major hatte ich was anderes erwartet. Es wird nicht einfacher, wenn er paralysiert ist. Er kann ja auch unter der Erde paralysiert sein, ne? Das ist ja das, was ein bisschen doof ist. Ach, kommen Sie, Major Bob! Na? Jawohl. Das Raichu war so das Schwierigste, aber auch nur, weil es kein One-Hit war, leider. Electek. Boah, das ist ein starkes Pokémon. Oh, eine neue Attacke von Major Bob. Wir machen wieder Schaufler. Electek ist ein cooles Pokémon. Aber gegen Schaufler hat das, glaube ich, auch nicht so viele Schnelle, oder? Nee. Tut mir leid, Electek. Ein Dusi. Und noch ein Elektroball. Das nehmen wir. Das frisst Nidoking noch zum Frühstück. Das ist ein Elektroball. Da kaut er drauf rum und dann spuckt er das aus. Du glaubst, ich bin am Ende? Ich habe noch gar nicht hier angefangen. Hätte ich dir gewünscht, dass du angefangen hast, denn es sieht schon schlecht aus für dich. Und wir graben uns wieder ein. Doppelteam nochmal. Mann, jo. Dieses blöde Doppelteam. Attacke von Norwegina, nehmen, alles klar. Wie will er denn noch Doppelteam machen? Das muss eine seiner Militärübungen sein. Komm schon, jetzt nicht daneben gehen, Norbert. Nicht daneben gehen. Es ist paralysiert. Paraheiler. Er macht nochmal ein Doppelteam. Wir werden gleich nochmal einen Schaufler einsetzen. In der Hoffnung, dass wir ihn danach treffen. So oft wie er Doppelteam gemacht hat, kann er den Fluchtwert gar nicht mehr erhöhen. Spielt der Fluchtwert eigentlich eine Rolle beim Treffen? Das weiß ich gerade gar nicht. Also treffe ich ihn weniger, wenn er einen hohen Fluchtwert hat. Wäre doch mal wert, das herauszufinden. Danke von Norbeck in der Nähe. Oh! Letzte Mal jetzt. Major. Alles daneben, oder es geht alles daneben. Gift-Hieb, auch daneben. Major, es ist fehlgeschlagen. Es ging daneben. Major Bob, du willst mich doch verarschen. Kommen Sie schon. Es geht alle Attacken gehen daneben. Gut, wir sind paralysiert, das ist egal. Das letzte. Das macht nichts. Komm jetzt. Ich will Grenzen nicht hier rauslassen. Nicht im Kampf. Kommt schon, Leute. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt die letzte Attacke war. Nobel ist paralysiert. Okay, wir lassen Grenzen hier raus. Das wird er schon schaffen. Wir müssen Gift-Hieb einsetzen. Schaufler habe ich leider verbraten, weil es immer alles daneben ging. Guckt morgen bei Grenzen weiter, wie er Major Bob fertig macht. Das sollte er ja beschaffen. Wir haben ja noch alle Pokémon. Und dann bei Steffi. Und dann wieder bei mir. Bis dahin. Haut rein. Ciao.